Ja, dann können wir im Prinzip auch, würde ich sagen, direkt, just in time, na, noch ein paar Sekunden. Es ist jetzt, glaube ich, 12 Uhr in New York bei Ihnen, nicht? Bei uns ist es gleich 18 Uhr. Und insofern legen wir jetzt los. Genau, jetzt Wahnsinn, okay. haben wir genau 18 Uhr hier. Also offiziell, kleine Einführung von meiner Seite. Herzlich willkommen, Michael Pearson. Vielen lieben Danke. Dank, dass Sie heute virtuell bei uns an der Rheinischen Fachhochschule sind und einen Impulsvortrag zum Thema Humanistic Management halten. Michael Pearson ist Professor und Direktor des Center for Humanistic Management an der Fordham University in New York. Er ist Autor des Buches Humanistic Management und vieler weiterer spannender Veröffentlichungen. Und ich glaube, ich darf das sagen, die sind auch teilweise auf ResearchGate frei verfügbar zum Download. Also teilweise sind Aufsätze, also kann ich nur empfehlen, da auch ein bisschen natürlich im Anschluss zu lesen. Ja, wir befinden uns hier in einer Vorlesung im Schwerpunkt Unternehmensführung und Controlling im Fach HR Analytics und da spielt natürlich Digitalisierung und natürlich künstliche Intelligenz eine große Rolle. Um direkt mal so ein paar kritische Anwendungen hier zu nennen, Vorhersage von Kündigungsabsichten, KI im Bewerbungsprozess durch Text- und oder sprachbasierte Dialogsysteme inklusive Bewertung, Stimmungsanalysen aus Texten, Dialogen und Kommunikationsanalysen in Echtzeit. Ja, ist das ein Horrorszenario? Ist das ein Spannungsfeld? Wie passt das zusammen mit einer Conditio Humana? Und hier möchte ich durchaus auch Bezug nehmen auf Hannah Arendt, The Human Condition, 1958 wohlgemerkt, publiziert. Ich glaube, sie kann da auch einige Antworten geben, uns heute noch. Alles spannende Fragen auf jeden Fall, die uns natürlich beschäftigen, logisch, ne? Und in humanistischer Sicht geht es um ein unternehmerisches Handeln, das eine nachhaltige Werteschöpfung und eine wertevolle Arbeit ermöglicht. Folglich ein in diesem Sinne verantwortungsvollem Handeln. Und das liegt mir persönlich und glaube ich uns allen natürlich sehr am Herzen. Und insofern super, super, dass Sie, Michael Pearson, heute live hier sind. Und Sie haben das Wort. Freue mich sehr für die Einladung. Bin ursprünglich aus Deutschland, aus der Gegend von Basel aufgewachsen, bin aber schon seit 20 Jahren in den USA. Und mein Deutsch, speziell das Deutsch, was ich professionell benutze, ist oft ein bisschen verenglischt. Also das möchte ich einfach nur, bitte ich um Geduld mit mir. Und ich werde mein Bestes versuchen. Und vielleicht ist es ja eine gute Möglichkeit, auch ein bisschen das Englische zu trainieren. Von daher lege ich gleich mal los. Ich bin Professor hier in New York an einer jesuitischen Universität. Fordham University heißt die. Und ich bin auch der Präsident einer Organisation, die heißt International Humanistic Management Association, die quasi auf den Fundamenten, die ich jetzt gleich erläutern werde, existiert. Und was ich heute einfach kurz anreißen möchte als Impuls ist, das Konzept von humanistischen Wirtschaften. Und die Grundpfeiler sind Menschenwürde oder Würde generell, die geschützt wird und das Gemeinwohl, das gefördert wird. Da hattet ihr ja meinen Kollegen da. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht mehr ein. von der Gemeinwohlökonomie. Christian Felber. Christian Felber, ja. Und da habt ihr ja schon einiges in der Richtung gehört. Was wir hier versuchen, ist eben das theoretische Fundament zu bauen für eine andere Art des Managements und eine andere des Wirtschaftens. Und ihr habt ja jetzt gerade in dem Kurs die verschiedenen AI und technologischen Möglichkeiten und Herausforderungen behandelt, gerade mit HR. Der HR-Begriff Human Resources ist nicht ein Begriff, den wir benutzen. Aber das werden wir vielleicht weiter diskutieren können, weil wir gehen davon aus, dass Menschen keine Ressourcen sind, sondern dass Menschen eben Menschen sind. Und wir haben verschiedenste Herausforderungen in der Welt, die von Klimawandel über Armut, über Verschmutzung, über die Technologieentwicklung hinausgehen. Und wir haben als Menschheit sozusagen Organisationen geschaffen. Wir sind Organisationsmenschen, sagen viele, die eben sich in der BWL aufhalten. Und deswegen organisieren wir
und studieren wir, wie wir organisieren. Und Stromberg kennt ihr wahrscheinlich alle, die Office in den USA, Dilbert und sowas sind Auswüchse einer Form des Organisierens, die letztendlich in Frage stellen, ob wir das gut machen. Organisieren wir gut, managen wir gut oder brauchen wir Komödien, um uns irgendwie, um Dampf abzulassen, weil wir irgendwie doch nicht so toll organisieren. Wir sehen das in allen Umfragen, dass in Deutschland und weltweit viele Leute ihren Job eigentlich nicht mögen, dass sie gerne extra Geld bezahlen würden, wenn der Boss gefeuert wird, dass viele Sachen passieren in Organisationen, die eigentlich nicht besonders wünschenswert sind. Und das ist vielleicht interessant für HR, woran liegt das? Und wie kann man das verändern? Wir sagen, dass sich was Grundlegendes verändern muss und das ist die Sichtweise, die Weltanschauung, die dahinter steckt. Und dass wir in den letzten 200 Jahren eine gute Grundlage gelegt haben, wie wir reicher werden können, aber nicht unbedingt eine, wie wir glücklicher werden. Und Albert Einstein, ich habe es dir auf Englisch gelassen, gesagt, dass wir die Probleme nicht lösen können mit derselben Weltanschauung, die die Probleme geschaffen hat. Und ja, in Bezug auf Wirtschaft und Business habe ich hier ein Zitat von 1993. Das war der Kanzler der Gerichtsbarkeit für den Staat von Delaware, wo 50% der Corporations, der Global Corporations registriert sind. Und er gesagt hat, dass es ihm damals schon aufgefallen ist, dass wir sehr wenig Kreativität haben, um uns andere Sachen vorzustellen als Shareholder Value Maximization, profitmaximierendes Wirtschaften. Und das war 1993. Da hat sich ein bisschen was geändert, aber doch nicht allzu viel. Und was ich jetzt vorschlage hier, und ich habe versucht, es anschaulich zu machen, mit zwei Modellen, einem ökonomistischen Modell und einem humanistischen Modell. Und ich weiß nicht, ob ihr Hunger habt, aber Abendbrote in Deutschland sehen ein bisschen anders aus. Als ich zuerst in die USA kam oder nach England, da gab es dieses viereckige Toastbrot, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Und das irgendwie geteilt in so Dreiecke, das ist ein Staple Food, eine Grundnahrung hier. Und das Modell nebendran, das ist, glaube ich, mittlerweile auch in Deutschland bekannt, der Bagel oder die Donut, ein Gebäck, das innen drin ein Loch hat. Und eben andererseits rund ist. Und das ökonomistische Modell ist ein Modell, in dem es quasi nur bergauf geht. Verantwortliches Wirtschaften wird daran gemessen, ob jemand mehr erschafft. Also die Grundmaxime ist, ob es mehr gibt am Ende des wirtschaftlichen Prozesses. Mehr Profit, mehr Produkte verkauft, mehr Kunden, mehr. Also die Grundmaxime, die ethische Grundmaxime orientiert sich an der Quantität. Im humanistischen Modell, das es immer gab, aber das wir jetzt quasi neu irgendwie hervorholen, ist orientiert an der Qualität. Und die Qualität des Lebens und die Qualität des Wirtschaftens orientiert sich unserer Meinung nach an zwei Grundprinzipien. Und das eine habe ich schon genannt, das Grundprinzipium der Würde, das heißt, soziale, gesellschaftliche Minimumstandards werden erfüllt, sodass jeder, alle in einer sicheren und gerechten Lebenswelt verkehren. Und das heißt auch, dass wir annehmen und darunter operieren, dass es Grenzen gibt. Limits to growth, Limits, die quasi unsere, ja, physischen Grenzen darstellen. Und dass es eben nicht immer nur mehr gibt, sondern dass es eigentlich, wenn es etwas gibt, das die Qualität des Wirtschaftens bewertet, ist es ein Besser. Eine qualitative Größe, die sagt, wir haben ein besseres Leben. Und zwar innerhalb der Grenzen, innerhalb der Limite und in dem alle letztendlich die sozialen Minimumsanforderungen an ein menschenwürdiges Leben erfüllen. Das sind zwei grundlegende, verschiedene Herangehensweisen. Und das möchte ich jetzt einfach nur kurz noch ein bisschen tiefer erläutern. Warum haben wir die?
Wir haben die Grundannahmen, auf dem das ökonomische Weltbild steht, das letztendlich auch dafür verantwortlich ist, würde ich jetzt mal sagen, was die politische Welt angeht, was die gesamte globalisierte Welt angeht in den letzten 30 bis 50 Jahren, ist wirklich darauf aufgebaut, auf einem Universalverständnis von wer wir sind als Menschen. Wer sind wir? Und die ökonomische Story, die ökonomistische Geschichte, die dahinter steckt, das Narrativ, hat letztendlich als Grundlage, dass was wir wollen, um die Qualität des Lebens zu verbessern, ist mehr Geld. Das ist jetzt sehr limitiert und zugespitzt formuliert. Aber im Grunde, auch wenn sich da Veränderungen ergeben haben, ist das Bild, dass wir letztendlich greedy Bastards sind, das Wolf of Wall Street, das Gordon Gecko oder Dagobert Duck uns entspricht, ist relativ weit verbreitet, auch wenn jeder, wenn er danach gefragt wird, es eigentlich nicht so akzeptieren kann. Aber wir messen Erfolg an, auch in der Politik, an Wirtschaftswachstum. Wir messen Erfolg in der Wirtschaftswelt an Profit. Und im eigenen Erfolgsverständnis haben viele Leute ihren Maßstab daran gerichtet, dass es letztendlich um Einkommen geht. Wie viel Einkommen, wie viel Vermögen hat man? Und dann werden daraus natürlich auch gewisse Politikszenarien abgebildet. Und das war, sagen wir mal, in den letzten 50 Jahren das dominante Modell. In den letzten 30 Jahren hat es dazu geführt, dass es quasi ein globales Modell wurde mit China, mit Indien, mit vielen anderen Ländern, die das quasi adoptiert haben. Ja, im Vergleich dazu wollen wir, versuchen wir herauszuarbeiten, was ist eigentlich wissenschaftlich gesehen ein akkurateres Verständnis von wer wir sind. Und wir nennen das die Humanistic Story oder die Humanistic Narrative. Und die Geschichte ist fundiert in dem Verständnis von Homo sapiens, einem biologischen Verständnis. Aber wir sehen gleich, dass Philosophen wie Hannah Arendt oder Aristotel da sehr nahe dran waren. Aber wir versuchen das jetzt aus der wissenschaftlichen Sichtweise neu zu begründen. Das ökonomistische Narrativ, die dominierende Weltanschauung, die passt halbwegs für 1 bis 4% der Menschen, die Psychologen Psychopathen nennen oder Soziopathen. Und die verhalten sich tatsächlich wie Homo economicus. Aber die sind letztendlich von der Evolution her gesehen nicht besonders hilfreich für den Rest der Gesellschaft. Sie sind eher Schmarotzer. Und deswegen sind die oft im Gefängnis. Und Robert Hare, einer der führenden Psychologen, der das studiert, das Phänomen, sagt, wenn er sie nicht im Gefängnis studieren würde, dann würde er sie am Stock Exchange, an der Börse finden. Weil da das psychopathische Verhalten ein Vorteil ist. Und andere wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass in Führungspositionen, in der Wirtschaft, aber auch darüber hinaus, eine hohe überproportionale Repräsentation von Psychopathen oder Soziopathen gesellschaftsweit existiert. Wenn man davon ausgeht, dass es 1 bis 4% in der normalen Bevölkerung ist, dann ist es 6 bis 10% in Führungspositionen. Und das klarerweise ist nicht besonders hilfreich für das Wohlbefinden. Es hilft den Leuten, die letztendlich davon profitieren. Und ja, das sieht man natürlich im Moment auch an der starken Ungleichheit und wie sich die eigentlich weiter fortsetzt in verschiedenen Bereichen, aber vor allem in der Wirtschaft. Wir haben letztendlich wissenschaftlich auf dieser Homo economicus Story aufgebaut. Und hier ist einer der Proponenten, Michael Jensen, der mittlerweile auch seine Ansicht stark geändert hat. Aber der quasi eine Grundlegitimation erarbeitet hat, wieso wir letztendlich, auch wenn wir daran interessiert sind, Wellbeing, Gemeinwohl zu fördern, dass wir dieses ökonomistische Narrativ adoptieren sollen, weil es einfach besser funktioniert, sagt er. Und 200 Jahre ökonomische Studien würden das beweisen.
Das ökonomistische Narrativ führt auch zu diesen Organisationen, die letztendlich dann oft als psychopathische Organisationen angesehen werden. Wer den Dokumentarfilm The Corporation kennt, der hat das gesehen. Es ist letztendlich auch ein Beitrag, warum so viele Wirtschaftsunternehmen letztendlich nicht vertraut wird. Weil sie letztendlich aus sind für sich selber. Wenn wir das also grundlegend anders sehen wollen, dann brauchen wir eine alternative Antwort zu, wer wir sind. Und ich habe hier ein Bild von Leuten auf dem Maidan in der Ukraine genommen, um einfach aufzuzeigen, die Leute waren im Winter, im tiefen Winter, auf dem Platz, haben protestiert für Menschenrechte und für Wahlen und für Freiheit. Das kann man eigentlich sehr, sehr schwer erklären, wenn man Homo economicus ist, weil sie der Gewalt ausgesetzt waren, weil der Nutzen relativ gering ist für die persönlich, die letztendlich dann in der Kälte vielleicht geschlagen oder ins Gefängnis kommen. Die Evolutionsbiologen haben uns gute Grundlagen geliefert, um anzuschauen, was könnte letztendlich eine andere Perspektive auf die menschliche Natur sein. Und da gehe ich jetzt mal kurz drauf ein, würde aber dann darauf verweisen, dass da viel mehr drüber geschrieben ist. Und dann können wir vielleicht auch ein bisschen diskutieren. Die typische Abfolge von der menschlichen Evolution hat ja irgendwie Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus und dann Homo sapiens positioniert und anlehnend an das, was man weiß von der Evolutionsbiologie, von der Anthropologie, hat sich unser Gehirn als Homo sapiens stark verändert. Und es hat sich so verändert, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass da grundlegende Prinzipien in unserem Gehirn hardwired sind. Das sind also in unserem Gehirn kodiert. Und das Argument ist eines, das Paul Lawrence von der Harvard Business School gemacht hat, mit dem ich dann noch einige Zeit zusammengearbeitet habe. Und hier ist das Argument in Kurzform. Als Homo habilis oder Australopithecus haben wir zwei grundlegende Triebe. Der Trieb zu akquirieren und den Trieb uns zu verteidigen. Drive to acquire and drive to defend. Und das kann man sich, glaube ich, ganz leicht vorstellen, dass wenn wir nichts haben, um letztendlich unseren Hunger zu stillen, dann sterben wir. Wenn uns jemand das stiehlt, was wir dazu brauchen, um den Hunger zu stillen, dann sterben wir auch. Also die zwei grundlegenden Prinzipien, die sind tief in unserem limbischen System drin. Und das kennen natürlich alle. Aber der erste Trieb ist quasi der Haupttrieb, den die jetzige ökonomische Wissenschaft als Grundlage des menschlichen Handelns ansieht. Es gibt dadurch, dass wir letztendlich nicht mehr Homo habilis oder Australopithecus sind, viele Studien dazu, dass was hat sich entwickelt und warum hat Homo habilis es nicht geschafft zu überleben. Es geht also wirklich um Überlebensstudien. Und was die meisten sagen, ist, dass wir letztendlich als Homo erectus überlebt haben oder unsere Vorfahren haben überlebt als Homo erectus nur deswegen, weil sie sozial wurden. Weil wir nicht mehr asozial waren. Wir haben letztendlich die grundlegende Form der Familie geschaffen, den Stamm, und dadurch konnten wir überleben. Wir konnten dadurch überleben, weil wir Arbeitsteilung geschaffen haben. Eine Gruppe konnte das Feuer schützen, die andere konnte jagen und eine dritte hat die Kinder gehütet. Die Arbeitsteilung, die bei anderen nicht vorhanden war, menschlichen Gattungen sind ausgestorben. Und Homo erectus ist quasi eine Menschengattung, in der das Gehirn stark gewachsen ist, um die verschiedenen menschlichen Verbindungen zu managen. Und jeder fossile Rekord zeigt uns, dass letztendlich die Gehirnmasse stark angewachsen ist und dass wir bis zu 150 Leute und soziale Verbindungen mit dem Gehirn, das wir haben, prozessieren können. Darüber hinaus wird es schwierig, aber jedes Mal, wenn wir letztendlich keine soziale Verbindung haben, fehlt uns etwas. Und das kann man letztendlich in verschiedenen Formen sehen.
ob es mit Depression zusammenhängt oder sozialer Isolation oder allen möglichen anderen Sachen. Wir sind letztendlich nicht besonders gut drauf, wenn wir keine guten sozialen Verbindungen haben. Aber das ist letztendlich etwas, was viele in der ökonomischen Wissenschaft nicht verstehen und auch negieren. Wir sind fundamental sozial. Und natürlich sind wir nicht nur Homo erectus geblieben. Unsere Spezies, Homo sapiens, hat sich Fuchs in weiterentwickelt. einem Impulsvortrag über Personalführung. Ist da irgendjemand mit dem Mikro? Okay. Homo sapiens hat sich weiterentwickelt und hat auf dem existierenden Gehirn des Homo erectus, der letztendlich dann ausgestorben ist, eine ja, neue Gehirnmasse ausgebildet. Die nennt man jetzt Prefrontal Cortex. Aber das ist die Gehirnmasse, die quasi in unserer Stirn liegt. Deswegen ist unsere Stirn eher gerade und nicht mehr so flach. Und das ist die Gehirnmasse, die abstrakt denken kann, die uns es erlaubt, dass wir abstrakt denken und die Frage nach dem Warum stellen. Warum sind wir hier? Warum können wir das nicht so machen? Die Grundlage für die menschliche Kreativität und Problemlösung ist. Und das ist, was Homo sapiens gegenüber Homo erectus überlebensfähig gemacht hat. Paul Lawrence nennt den anderen Trieb, also nicht nur den Sozialtrieb, sondern hier ist der Trieb, the drive to comprehend. Wir wollen verstehen. Und was er letztendlich dann sagt, ist, was wir im Moment nicht machen in der grundlegenden Annahme für Wirtschaften, ist, dass wir nicht verstehen, dass wir als Menschen eine Balance brauchen. Wir brauchen eine Balance, wie wir diese vier grundlegenden Triebe erfüllen. Und wenn man das ernst nimmt, dann ergeben sich daraus drastische Konsequenzen, wie man organisiert, wie man letztendlich Menschen organisiert, wie man Technologie nutzt, wie man letztendlich auch Erfolg definiert. Und zwar als Balance aus dem Drive to acquire, Drive to defend, Drive to bond und Drive to comprehend. Wir brauchen ein gutes Sozialnetz. Wir brauchen Vertrauen. Wir brauchen einen Sinn. Wir brauchen psychologische und physische Sicherheit. Und wir brauchen genug Essen, andere materielle Dinge, um zu überleben. Das deckt sich interessanterweise sehr stark mit den philosophischen Erkenntnissen, mit den Erkenntnissen der Theologie. Hans Küng ist vielleicht ein Begriff, der hat die verschiedenen Religionen untersucht und geschaut, was ist letztendlich die Grundlage? Wie sind die verschiedenen Meta-Narratives verbunden? Sind die letztendlich alle nur so verschieden, dass wir da uns für immer irgendwie bekriegen müssen? Oder gibt es grundlegende Annahmen, die übereinstimmen? Und was er sagt, ist, dass die übereinstimmen auf der Ebene einer Globalethik, eines Weltethos, der darauf basiert, dass wir das Konzept der Menschenwürde akzeptieren, und zwar überall in allen Religionen, auch in den säkularen Weltbildern. Und das stimmt überein mit was Aristotel erkannt hat, dass wir soziale Wesen sind, die Verstand benutzen. Und das ist soziale Wesen, das ist der Drive to bond, den Verstand, das ist der Drive to comprehend. Und die Tiere, die wir sind, das sind der Drive to acquire und der Drive to defend. Das ist in uns, das limbische System. Darwin, dem viel irgendwie zugeschrieben wird, um das jetzige System zu legitimieren, der wurde oft falsch verstanden in der Hinsicht, dass Moral und Verantwortung eine Grundlage des Überlebens ist. In seinem Descent of Man schreibt er das als eines der ersten Einsichten, dass weil wir Sozialwesen sind, brauchen wir Moral, um diese sozialen Verbindungen effizient zu lösen. Moral ist ein Mechanismus der Effizienz, wenn man das so sehen will, das oft vergessen wird. Es wird oft irgendwie als eine lästige Kostenfaktor irgendwie benutzt. Aber es ist letztendlich die Grundlage aus der Hinsicht heraus, es ist die Grundlage des funktionierenden Wirtschaften. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass da hier die Menschenwürde und der inhärente Wert eines Lebens eine neue Grundlage darstellt, dann möchte ich nur kurz hier beschreiben, wie der Unterschied
sich ergibt aus der Weltsicht heraus. Im jetzigen Mechanismus oder im jetzigen Weltbild für Wirtschaften ist Preis das dominante Koordinierungsmechanismus. Alles, was einen Preis hat, kann auf einem Markt verhandelt werden. Mit Menschenwürde und Würde des Lebens ist es anders. Und Kant hat es eben auch schon gesagt, dass viele Dinge, die eine Würde haben, die haben einen Wert an sich und der kann nicht ausgetauscht werden. Das heißt, es gibt etwas hier, was Würde hat, was wichtig ist für uns, aber das nicht in einem Marktmechanismus gemanagt werden kann. Und das ist eine grundlegende unterschiedliche Sichtweise, wenn man das erkennt. Und hier nur eine Sichtweise, die letztendlich vielleicht beschreibt, wie klar das für uns ist, wie selbstverständlich das für uns ist, dass es dieses Konzept der Würde gibt. Das ist eine der erfolgreichsten Werbekampagnen von einer Kreditkarte, die, glaube ich, schon seit 20 Jahren läuft, in verschiedensten Formen, auch in Deutschland, wo es heißt, es gibt etwas, was Geld nicht kaufen kann. Und für alles andere gibt es eben Kreditkarten. Das heißt also, hier gibt es die Würde, das Konzept der Würde, wie zum Beispiel hier der intrinsische Wert von Familien, die irgendwie in der Natur sind und eine gute Zeit haben. Und das kann man nicht kaufen. Und das verstehen wir ja alle. Und alles andere, das kann mit einem Marktmechanismus irgendwie geregelt werden. Für hier, um den Impuls zu geben, ist es eine kritische Grundannahme, dass es so etwas gibt wie Würde, die man schützen muss. Und dass von daher letztendlich dann auch die wirtschaftlichen Annahmen verändert werden müssen. Vor allem, wenn wir ums Management sprechen oder über das Management sprechen. Und das heißt, wenn Würde die Grundlage ist, dann müssen wir auch die Zielorientierung neu schaffen. Und die Zielorientierung ist dann eben nicht Maximisierung von des Drive to Acquire oder von Status, Macht und Reichtum, sondern im Wohlbefinden, Wellbeing, das Gemeinwohl. Und hier nur kurz zusammenzufassen, die konzeptuellen Unterschiede hier im ökonomistischen Modell ist die Zielsetzung eben GDP, Income, Profit Maximization, Wealth, Power, Status. Im humanistischen Modell ist es das Wohlbefinden, Gemeinwohl, Wellbeing. Und als Grundlage, um das Wellbeing und das Gemeinwohl zu erwirtschaften, braucht es, was Jim Walsh und andere den Dignity Threshold nennen. Und wir sehen und schlagen vor, dass der Dignity Threshold konzipiert werden kann bei einer Balance, die existiert zwischen den Drive to Acquire, Bond, Comprehend und Defend. Nun, um wieder zurückzukommen zu diesem Bild, was versimplifiziert, aber vielleicht hilfreich ist, um zu sehen, wie unterschiedlich sich das dann das Management gestaltet, ist, dass der Verantwortungsrahmen in dem ökonomistischen Modell eben die Maximisation ist und der Verantwortungsrahmen und das verantwortliche Handeln im humanistischen Modell ist, dass wir alle in die Safe and Just Operating Zone kommen. Das ist nicht nur Wunschdenken, das geschieht, das ist alles möglich. Und wir haben ein paar Firmen hier aufgeführt, die wir vertieft studiert haben, aber da gibt es einige mehr. Die Gemeinwohlökonomie hat viele dieser Firmen, oft kleine und familienorientierte oder familiengeführte Firmen, in der Richtung aufgeführt. Es gibt hier die B-Corps und es gibt andere Gruppen wie Conscious Capitalism, die quasi diese Art von Firmen repräsentieren. Und das heißt, es geschieht in der Wirklichkeit und deswegen ist es möglich. Und diese Firmen sind oft viel erfolgreicher, auch ökonomisch gesehen. Aber es nicht überraschen dürfte, wenn sie einfach ein besseres oder akkurateres Menschenverständnis haben. Das heißt, es sollte den Kunden besser gefallen, es sollte den Menschen, den Mitarbeitern besser gefallen, es sollte allen irgendwie mehr Motivation geben.
Und das sehen wir, die Evidenz ist dafür da, dass das möglich ist. Ist nicht einfach, aber deswegen geht es darum, dass wir hier in unseren Universitäten diese Möglichkeit einfach nur aufzeigen. Da gibt es verschiedene Anwendungen, die ich jetzt einfach nur mal hier kurz anreißen möchte, die letztendlich für wissenschaftliches Arbeiten relevant sind, aber auch für die Praxis, für die für das Education System und für Public Policy. Und ich lasse es jetzt mal dabei, aber ich sage oder will einfach nur als Impuls geben, dass Humanistic Management Grundlage für verantwortliches Wirtschaften sein kann. Und damit möchte ich das jetzt beenden und können wir eine Diskussion starten.